Eine Frage wird Blümchen so oft gestellt, wie die, ob sie einen Freund hat. Wenn ja, wer es denn ist. Und wenn es keine zufriedenstellenden Antworten gibt, werden ihr notfalls auch kurzerhand Romanzen mit Popkollegen angedichtet. Also amüsiert es mich sehr, dass die Leute einfach da nicht locker lassen. Und dann kann ich aber auch sehr verstehen, dass solche Fragen immer wieder kommen, weil wenn ich jemanden gut finde, möchte ich auch alles über ihn wissen und hätte wahrscheinlich nicht so viel Verständnis dafür, wenn ich diese Informationen dann nicht bekomme. Aber ich habe in der Zeit, wo ich einfach dabei bin und viele Interviews gegeben habe, einfach gemerkt, dass es einfach Sachen gibt, wo man Leute nicht ranlassen darf. Was meine privaten Sachen angeht, mit wem ich mich treffe, ob ich mich mit jemandem treffe oder was in meinem Leben einfach so passiert, da gibt es auch irgendwo eine Grenze. Ich gab eine Weile, wo ich das gerne erzählt habe, aber dann merke ich einfach, dass die Leute falsch damit umgehen. Oder dass ich ein Interview gebe und das auch schön geschrieben wurde ist und ich auch so wiedergegeben wurde, wie ich es gesagt habe. Aber dann ist es einfach so, dass jede Radiostation das auch übernimmt und da eine Nachricht draus macht und andere Leute nicht mit mir reden und einfach ihre eigene Geschichte draus formen. Das ist dann einfach so eine Kettenreaktion. Auch Blümchens Familienleben wird gerne zum Anlass abenteuerlichster Spekulationen. Mein Bruder ist ein ganz toller Junge, der hat nur leider, als er ein kleines Kind war, seine Haare verloren. Und dann wird rausgemacht, dass er super krank ist und unheilbar krank und ich bin die tapfere Heldin, die ihn rettet. Und das sind einfach Sachen, wo ich das blanke Kotzen bekomme, wo ich wirklich Tränen in den Augen habe, weil meine Familie, meine Freunde können nichts dafür, dass ich bekannt bin und dass die Leute irgendwie sich für das interessieren, was ich mache, für jeden kleinen Schritt, den ich mache und wo vielleicht andere viel Größeres leisten, als ich es manchmal tue und das trotzdem irgendwie interessanter auf einmal ist. Ich bewundere das auch sehr, dass er so zu mir halten kann und das auch mich unterstützt, also gerade mein Bruder, in allen möglichen Sachen und auf mich aufpasst und sich Gedanken macht, Sorgen macht, weil ich könnte auch gut verstehen, wenn ihn das alles sehr nerven würde, dass so viel über seine Schwester geredet wird, weil er macht auch ganz tolle Sachen, leistet viele Sachen und oft ist es einfach so, dass die Leute nicht zuerst fragen, wie geht's dir, sondern wie geht's deiner Schwester und das ist natürlich wahrscheinlich oft schwierig. Von Jahr zu Jahr wird es halt immer mehr und dann gewöhnst du dich halt auch dran und du hast ja auch deine Ziele und die kannst du auch nur erreichen, wenn Leute davon erfahren, was du machst. Und wenn ich ein neues Lied rausbringe, dann möchte ich natürlich auch, dass viele Leute das wissen. Oder wenn ich ein anderes Projekt anfange, sollen das natürlich auch Leute mitbekommen. Und wenn du das selber sagst, wenn dir das selber auffällt, dass es einfach so präsent ist, dann ist es auch gut. Aber ich manchmal ein bisschen Angst habe, dass die Leute vielleicht genervt sein könnten. So. Aber es gibt wirklich viel, was in meinem Leben passiert. Und ich selber liebe es ja, neue Sachen anzufangen. Handelt es sich um Klamotten, um eine Kollektion oder einfach auch mal etwas zu machen, was nicht zu dem gehört, was ich als Sängerin also unbedingt machen müsste. Einfach immer ein bisschen ausbrechen und auch andere Sachen kennenlernen, einfach um es für mich lebendiger zu halten und interessanter zu machen. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Klar, es gibt viele Leute, die ich getroffen habe, die ich nie wieder treffen möchte.
Oder ich weiß einfach, ich werde sie ab und zu mal wieder sehen, werde denen wieder über den Weg laufen. Und dann ist es einfach so, dass man sich mal vorbereitet und sagt, okay, wenn das passiert, dann einfach mal durchatmen und mal schauen, was kommt. Dann sagt man sich Hallo oder geht sich einfach aus dem Weg. Das ist genauso okay. Aber oft ist es auch sehr schön, wenn du jemanden kennst, gerade wenn du Interviews machst, dass du einfach sagen kannst, hey, letztes Mal, was du geschrieben hast, hat mir nicht so gut gefallen. Und dann redet man darüber. Und genauso wie ich es mag, wenn Leute mir Kritik geben, die auch begründet ist, die sie begründen können. Und dann mag ich es auch, wenn jemand unbegründet mir Kritik um die Ohren haut, dann kann ich auch gerne darauf verzichten. Aber wenn man dann wirklich darüber reden kann und diskutieren kann und dann auch einander erklären kann, dann ist das sehr schön. Ich unterhalte nicht viel mit Leuten, die das schon viel länger machen als ich. Ich bin ja auch erst 3 Jahre dabei. Und wenn ich das zum Beispiel mit Nenas Erfahrung vergleiche, mit der habe ich mich auch oft unterhalten, die einfach erzählt hat, als es bei ihr vor nahezu 10 Jahren dann wirklich abging und wie Leute vor ihrem Haus standen und sie abgeschossen haben in jeder Minute ihres Lebens und ihr gefolgt sind, was immer sie auch getan hat, dann ist es sicherlich schwer und schlimm und so kann man gar nicht, denke ich mal, froh sein. Ich habe wirklich keine Probleme damit, durch die Stadt zu laufen und so und mich irgendwie noch irgendwie ganz normal zu verhalten und nicht irgendwie darauf achten zu müssen, wer erkennt mich denn jetzt oder was könnte jetzt passieren. Also das verdränge ich einfach. Natürlich ist es immer ein bisschen ein risikoreiches Ding. Du weißt nie, welche Leute dich jetzt irgendwie vielleicht nicht mögen und dann ganz komisch reagieren, wenn sie dich sehen. Aber irgendwo muss ich ja auch mein Leben irgendwie noch haben. Ist einfach mit meinen Leuten zusammen zu sein und die sind auch aus den verschiedensten Bereichen, die machen zum Teil ganz andere Musik oder sind einfach Verkäuferinnen oder aus ganz vielen Bereichen und die erzählen mir einfach, was ich jeden Tag so mache und dann vergleiche ich das mit meinem Leben und die Probleme, die sind irgendwie dieselben, nur dass sie halt anders sich zeigen und bei mir ist es natürlich so, dass es immer ganz viele Leute interessiert und das ist natürlich manchmal sehr schwierig. Love and Hate. Love. Lagerfeuer. Herausforderungen. Spaghetti feiern mit Freunden. Hate. Rassismus, alles was mit Rechtsradikalität zu tun hat. Leute, die keine eigene Meinung haben. Spinnen.